So, hallo und willkommen zurück in der Nervenheilanstalt Mount Massive in so einer richtigen Kevin-Gegend. Und weil mich das Spiel hasst, muss ich das jetzt hier alles neu machen. Also den Strom wieder anschalten. Supi. Genau, in der richtigen Kevin-Gegend befinden wir uns hier. Nee, ich habe eigentlich nichts gegen Kevin, aber naja. Und es geht schon wieder los. Leider Gottes weiß ich jetzt genau, was ich hier machen muss, deswegen wird das nicht so lange dauern. Ich bereite schon mal ein bisschen vor, ne? Ja, hallo. Ja, der Typ ist schon wieder am... Die Tür am kaputt... Oh, da steht er. Geht der jetzt links rum? Ja, der geht links rum. Was? Oh! Oh! Was? Spring doch du! Hier findet er uns nicht. Er findet uns wohl. Ah! Tschüss! Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Komm, komm, komm! Wieder über den Tisch. Tür auf. Tür zu. Komm bitte in den Schrank. Wir machen erstmal wieder den Flurmann. Ach ja, ein Schrank. So, genau das ist nämlich auch der Schrank, wo wir uns gestern versteckt haben. Eigentlich wollte ich nämlich auch hier drin bleiben, aber naja. Ich glaube, der Typ hat von uns abgelassen. Ja, hat er. Oh, geh wieder in den Schrank, du Idiot! Oh Gott, warum hat der... Nee. Oh. Ja. Phew. So. Jetzt habe ich erstmal einen kleinen Pfifferling in der Hose, wenn das schon so gut losgeht. Ja, wieder ein Geist. Hui. Warten, bis er weg ist. Wir hatten nämlich noch ein neues Dokument, soweit ich weiß, genau. MKUltra CIA Mord unter Hypnose. MKUltra Programm CIA Dokument Nummer 190691. S1 Auszug an Akte betreff hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. 1. Es wurde eine Posthypnose der vorrangigen. Ne, ich habe keine Lust, das zu lesen. Sonst, das wird mir sonst wieder peinlich, Alter. Wenn ich nicht lesen kann, weißt, wisst ihr. Nee, ich kann einfach nicht lesen, wenn ich angespannt bin. Das ist genau das gleiche, wenn ich kacke. Oh mein Gott! Ja, genau, das ist genau das gleiche, wenn ich kacke, dann kann ich auch nicht lesen. Also, ich weiß ja echt nicht, warum der Typ da die ganze Zeit hobbylos verstehen bleibt, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt spring doch. Jetzt hier wieder durch. Wer hat die Tür zugemacht? Wer war das? Ach ja, hä, ich hab doch... Nee. Ach, Strom ist wieder an, okay. Was? Nee, ne. Ihr wollt mich verarschen. Ach ja, zum dritten Mal. Okay, ab in den Keller. Direkt nochmal den Strom anschalten. Was ein Scheiß! Komm schon! Hat der Wichser den wieder ausgemacht? Es gibt aber auch unfreundliche Leute heute. Darf ich da wieder hinlaufen? Wahrscheinlich werde ich auch nochmal entdeckt. Und ich weiß genau, diesmal weiß ich auch wieder nicht, wo der ist.
Du hässlicher Pisser! Ja. Och man! Ja, komm! Ich kann jetzt natürlich nicht wieder den Strom anschalten gehen. Ja, geil, scheiß drauf, ich verstecke mich wieder im Schrank. Mach doch! Also, das wird heute nichts mehr. Was zur Hölle? Kommt der jetzt nicht rein, oder was? Läuft der? Nee. Er hat uns in Ruhe gelassen. Dennoch hören wir den. Ah, er ist weg. Okay, cool. Der geht jetzt bestimmt wieder darum. Ich hoffe es jedenfalls. Du dummer Wichser, ich bin kein Doktor. Och man, Alter. Was hat der denn für ein scheiß Problem mit mir? Ab in den Schrank. Er macht unseren Schrank. Nee. Vielleicht nennt er jetzt den jetzt. Ach nee, er macht ihn wieder zu. So nett ist er noch. Hä? Okay, auf ein neues. Ich glaube irgendwie nicht, dass ich das in diesem. Nein. Let's Play heute noch schaffe, deswegen raus, Strom an, weg. Nee, nee, ich muss nicht wieder diese dreckigen Generatoren. Nee. Oh Gott. Macht's mir doch nicht so schwer. Als ob der. Warum springen die denn schon wieder aus? Ja, jetzt darf ich die wieder reinmachen. Lass mich durch, lass mich durch. Ich sterbe nicht. La 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 la. Ja, also langsam habe ich nicht mehr so wirklich. Die Luft ist. Das ist doch an! Guck mal, der sieht uns nicht, der Idiot. Oh, er hat uns wieder gefunden. Au. La! Auch an. Tschüss, Boy. So, wir haben ihn eingesperrt. Da kommt er nicht mehr raus. Und wir haben natürlich mal wieder keine Batterien. Oder wir haben... Boah, ich bin aber auch heute echt... Ach ja, davon da kam er. Warte. So, müsste ja auch wieder nicht, genau. So, wir gehen jetzt hier lang. Ja, hier war es nämlich auch. Eigentlich. Was? Zur Hölle. Das ist doch an. Ach, ich Idiot, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Da lassen wir uns noch mal hinterher rein. Hallo Doktor, guck, er denkt, wir sind ein Doktor, wir sind aber gar kein Doktor. Ich weiß nicht, ob der mir jetzt auch hier lang hinterherkommt. Oh, Alter. Nein, da kommt er nicht durch, natürlich nicht. Ich verstehe aber dann nicht, warum der Strom da nicht an war, ja? Oh, jetzt habe ich eine Batterie gewechselt. Ja, Kruzifix nochmal! Ich gucke, das meine ich. Das backt das jetzt gerade oder bin ich einfach nur behindert? Checkkarte hatten wir. Ich gehe einfach mal hier lang. Oh. Eine Akte. Und ein Typ. Oh!
Shit, ich habe nur noch eine Batterie, merke ich hier auch gerade. Komme nicht rein. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das einfach gerade ein bisschen rumspannt. Mann, komm schon. Ich verstehe nicht so ganz, warum der jetzt nicht wieder hochgefahren ist. Nein, ich verstehe es echt nicht. In dem Fall mache ich hier einen kurzen Cut, ja, und probiere das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, dass ich hier heute nochmal fertig werde. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt habe ich es doch noch geschafft heute. Es hat irgendwie doch, der Typ hat mich noch dreimal erwischt und ich habe einfach nur vergessen, diesen Scheißknopf nochmal zu drücken. Und zwar ganz am Anfang im Raum in der Mitte. So. Was soll der Scheiß eigentlich? Du dummer Pisser, Mann, ich bin nicht dein Sohn. Ich kann nicht, oh Junge, ich wär, wenn ich dich schlagen könnte. Habt ihr die? Will you see it? Can you? Ich hasse diese verfickte Heilanstalt, ja? Und der Typ ist ja wohl auch nicht ganz irgendwann. Zeigt mir da irgendwelche Bilder von irgendwelchen armen Typen, die von Wallrider abgeschlachtet werden. Ich finde das echt. Und wir wachen in der Zelle auf. Wenigstens haben sie uns nicht ausgezogen. Das ist ja auch schon mal was, ne? Okay, Leute, vergiss nicht, dass Notizen, denn, warte mal, ja, habe ich jetzt hier irgendwie eine Notiz oder so? Ah ja. Lest euch selber durch, ich habe da keine Lust mehr drauf. Stoppt einfach bei dem Teil im Video und lest euch durch. Ja, also, ich glaube, das ist ein ganz guter Schluss jetzt, damit es nicht die Spannung rausnimmt, was jetzt danach passiert. Und ich hoffe, wie immer, euch hat das Video gefallen und sagt dann auch bis zum nächsten Mal, ne?